Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem besonderen, denn es ist der erste Part des Adventskalenders, das erste Türchen des Adventskalenders und damit verbunden passend zum Wochenende meine Vorbereitung für die Weekend League, die jetzt gerade wieder am Laufen ist. Es ist Samstag, der 1. Dezember und wir befinden uns gerade bei den Divisions Rewards. Ich muss dazu sagen, ich habe abgesehen von der Weekend League nicht sonderlich viel gespielt, deswegen habe ich jetzt leider gerade auch festgestellt, dass ich auf Gold 3 gerutscht bin anstelle von Gold 2. Ärgerlich, hätte gestern wohl doch noch ein, zwei Spiele machen sollen, habe aber andere Sachen für euch aufgenommen, die in den nächsten Tagen auch kommen, denn dieser Adventskalender wird durchgezogen. Tag 1 bis Tag 24 wird die ganze Zeit, Content von mir kommen. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich so klappen wird, aber ich werde mein Bestes geben, um das durchzuhalten. Wir nehmen erstmal Option 1, ich nehme nämlich hierbei immer die Münzen. Die Footchamps-Punkte sind mir egal, ich qualifiziere mich sowieso jedes Mal aufs Neue dadurch, dass ich halt eben im Endeffekt die Weekend League mindestens auf Silber 3 abschließe, auf Silber 1 abschließe, so ist richtig. Die 34.000 Münzen schmecken mir aber ganz gut, denn damit habe ich wieder 352.000 und kann theoretisch mein Team verbessern bzw. mein Team aufbauen und genau das werde ich heute auch tun. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich darüber freuen. Videobeschreibung auschecken, da könnt ihr bei Instagram folgen, bei Facebook, bei Twitter, wie auch immer ihr möchtet. Eigentlich lohnen sich nur Instagram und Twitter, das ist mein Geheimtipp, aber nichtsdestotrotz könnt ihr das gerne mal auschecken. So, wir haben da außerdem One Football, könnt ihr auch downloaden. Unterstützt mich auch, würde ich mich drüber freuen. Wir kommen mal zu meinen Verkäufen hier auf der Transferliste. Ich habe in diesem UCL-Pack, es gab ja zum Cyber Monday im Endeffekt so ein paar Packs, die man in SBTs machen konnte. Ich habe Kroos gezogen, habe ich verkauft für 96.500. Ich habe Wijnaldum gezogen im garantierten Team of the Week Set. Nicht so geil, aber immerhin 30.000 Münzen. Icardi habe ich gezogen, 20.000 Münzen ist okay. Dann haben wir hier noch James Rodriguez, den ich probiert habe, der unglaublich schlecht war. Deswegen habe ich ihn gleich wieder verkauft für 112.000 Münzen, aber Profit mit dem gemacht, habe nämlich für 103.000 gekauft. Ihr merkt also, es sieht momentan bei mir gar nicht mal so schlecht aus, abgesehen von der Statistik und davon, dass ich leider Gottes immer noch es nicht hinbekomme, konstant gut zu spielen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ich habe ein bisschen Karrieremodus gespielt zuletzt. Kleiner Spoiler vielleicht für die nächsten Tage auch. Und da auf Ultimativ vielleicht hat mich das defensiv ein bisschen stärker gemacht, offensiv. Aber wir werden es sehen. Normalerweise ist Karrieremodus ja vom Gameplay her komplett anders als Ultimativ, aber nichtsdestotrotz kann es ja helfen. Es werden sich einige fragen, Max, warum ist das Team denn jetzt schon wieder so? Also mit Sancho, mit Gilavogui, mit Laporte. Du hast ja im letzten Video, wenn ihr es gesehen habt, gesagt, dass du das Ganze umstellen möchtest. Und zwar auf das Casemiro-Team. Das ist richtig, das habe ich aber noch nicht gemacht und das werde ich jetzt aber machen, denn ich bin der Hoffnung, dass das ganz gut funktionieren wird in der Weekend League. Ich habe keine Ahnung, aber mir wurde auch gesagt, dass Firmino, Casemiro und Kondogbia ein relativ solides Mittelfeld sein soll und da hoffe ich einfach drauf, dass das wirklich der Fall sein wird. Deswegen kaufen wir uns jetzt einmal Neto, dann kaufen wir uns noch Meunier, Roberto Firmino, Casemiro und Willian. Die große Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob ich wirklich hundertprozentig zufrieden mit Umtiti und Marquinhos als Innenverteidigung bin, weil die leider Gottes beide 1,83 und 1,82 groß sind, also relativ klein für Innenverteidiger. Ich werde mir nochmal kurz was überlegen und dann reden wir gleich darüber, ob ich es gemacht habe oder nicht. Die Problematik bei der ganzen Geschichte ist, dass Varane leider Gottes immer noch unglaublich teuer ist und viel zu teuer für einen Innenverteidiger. Sehe ich nicht ein, für einen Innenverteidiger auszugeben. Deswegen wird es leider Gottes hierauf wahrscheinlich hinauslaufen. Theoretisch würde es mit Naldo funktionieren und dann auf der rechten Seite mit Caligiuri. Das wäre auf jeden Fall noch eine Option, aber dann hätte ich meinen Meunier nicht, den ich extrem nice finde. Ich müsste auch erstmal nachschauen, beziehungsweise mache ich, bevor ich das Ganze so kaufe, beziehungsweise bevor ich Meunier kaufe, wie es mit Caligiuri aussieht, wie der Preis bei dem ist. Naldo ist natürlich jetzt nicht die allerbeste Variante, gerade wenn man ihn mit Marquinhos mal so ein bisschen vergleicht, dann fehlen da einfach die physischen Attribute, also vor allem die Agilität bzw. das Tempo so ein bisschen, auch wenn er ja nicht langsam ist, kann man ja nicht sagen, Naldo habe ich übrigens schon im Verein. 63 ist noch okay für einen Innenverteidiger, aber 76 ist halt ein anderes Level und Marquinhos ist abgesehen vom Defending, wo er wirklich nur eins schlechter ist, in allen Belangen besser, sogar in der Physis. Naldo hat zwar eine gewisse Körperstärke, aber nicht so überragend mit 83, sollte man normalerweise mehr erwarten. Er hat natürlich die Größe dafür mit 1,98 Meter, mittlere Arbeitsraten, Schusskraft, Fernschüsse, also eigentlich alles, was du brauchst, aber halt nur 36 Balance und 46 Beweglichkeit. Und das ist so ein bisschen das, was mich abturnt, weil da hat Marquinhos eben 75 mit seiner Chemie. Und dafür hat er halt nur 74 Stärke, ne? MTT hat 84 Stärke, also... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so ein bisschen schwierig. Ihr werdet dann im Recap sehen der Weekend League. Ich werde mich auch ein Review machen, wie das Ganze gelaufen ist. Ob ich mich für Naldo und Caligiuri entschieden habe oder für Marquinhos und Meunier. Aber ich müsste auch sowieso erstmal nachgucken, wie Caligiuris Inform-Stats sind. Lustigerweise hat er jetzt einen Inform bekommen, nachdem der ja gerade erst eine SBC bekommen hat. Und wenn man die beiden mal vergleicht von den Werten her, also so viel schlechter ist der Inform dann nicht mehr. Ich habe auch heute Abend noch meine Foot Champions Picks, die ich übrigens nicht mit euch zusammen machen werde, sondern die ich alleine machen werde. Aus Gründen. Dementsprechend, vielleicht, wenn ich da Caligiuri bekomme, könnt ihr mir schon vorstellen, ihn auf die rechte Seite zu stellen. Vergleichen wir den gerade mal mit Meunier.
Meunier ist ein bisschen langsamer, dafür hat er besseren Schuss, besseren Pass, aber auch nur minimal. Also die beiden sind, okay, Defending und Physis ist natürlich Meunier um Welten besser. Die Sache ist, dass Caligiuri bei mir defensiv nur spielen würde und dafür ist er eigentlich defensiv zu schwach. Ja, er hat die Offensivattribute, die ihn eigentlich stark machen, ansonsten unterscheidet er sich aber nicht so extrem. Wenn er Forster Skills hätte, wäre er definitiv mein Pick. 87 Ausdauer, ich muss mal gucken, wie viel Meunier hat. Meunier hat natürlich auch offensive Qualität, 94, 87 Stärke. Also Meunier ist ja sowieso einer meiner Lieblingsspieler, wer das noch nicht wusste, jetzt wisst das, mein Lieblingsrechtsverteidiger auf dieser Welt, zusammen mit Mario Fernandes, der direkt danach kommt. Der war halt früher mal Stürmer, ne? Man sieht es auch. Aber der wird bei mir halt nur defensiv spielen. Andererseits, wenn ich Casemiro ganz nach hinten packe. Die Sache wäre, Thiago Silva wäre auch eine Option, aber Thiago Silva ist im Vergleich dazu halt auch nicht so körperstark. Also der ist eigentlich genauso wie Marquinhos, hat genau die gleiche Größe, ist natürlich defensiv nochmal ein bisschen stärker um 2, aber das ist auch nicht wirklich ausschlaggebend. Gut, wenn man das Ganze mal vergleicht, ist Marquinhos in allen Belangen wirklich schlechter, abgesehen von Tempo, weil Thiago Silva ist ja alt und die A sagt, dann ist er langsam. 82 Stärke ist halt schon nochmal ein bisschen besser, 90 fairer Zweikampf, 89, 86 war das glaube ich. Ja, das nimmt sich nicht so viel, ne? 84 Abfang, Thiago Silva hat 90 Abfang. Also Thiago Silva ist halt schon nochmal eine Ecke besser. Wie viel kostet der? Ungefähr 40.000 Münzen. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Marquinhos oder Thiago Silva? Oder halt eben Naldo und Caligiuri. Wobei ich halt schon für Meunier bin. Also ich glaube, Caligiuri und Naldo fällt wieder raus bei mir. Das ist im Endeffekt nichts, was ich ernsthaft in Betracht ziehen könnte. Problematik ist natürlich auch wieder bei meiner ganzen Ligen- und Nationen-Fanatik, dass das ein bisschen wenig ist. Wir haben hier jetzt gerade mal 3 Ligen drin mit der La Liga, mit der Serie A, mit der La Liga, mit der BPL und mit der Ligue 1 und haben nur 3, 4 Nationen. Das ist eigentlich ein bisschen zu wenig für mein Gusto, aber es muss halt eigentlich so sein. Geht leider Gottes nicht anders. Man könnte theoretisch, das schaue ich jetzt nochmal gerade ganz kurz nach, man könnte Miranda hinstellen. Miranda habe ich auch im Verein. Der ist nicht schlecht. Miranda hat sich definitiv nicht schlecht gemacht, als ich ihn gespielt habe. Hat ein bisschen mehr Beweglichkeit als Naldo, ist auch ein bisschen kleiner mit 1,86. Hat nicht so viel Stärke, dafür bei einigermaßen Sprungkraft. Also Miranda ist schon nicht schlecht. Problematik ist, dann brauche ich einen Rechtsverteidiger, der auf einem ähnlichen Niveau spielen kann. Wie es halt eben Meunier tut. Und das, meine Freunde, ist eine kleine Problematik, weil Inter hat einfach schlicht und ergreifend nur Vigelko. Und der ist nicht auf dem Niveau. Der ist nicht schlecht, aber der ist nicht auf dem Niveau von einem Meunier. Dafür aber natürlich auch eine Ecke günstiger. Das ist echt keine leichte Entscheidung, muss ich sagen. Zumal ich halt so noch eine Liga dazu gewinnen würde. Am besten wäre es sowieso, wenn ich hier irgendwie den Firmino austauschen könnte. Problematik ist, es gibt nur Fred so wirklich in der Premier League als Brasilianer im ZM noch. Und Fred, auch wenn er super Werte hat grundsätzlich und auch defensive ganz okay ist, der ist mir zu klein. Der ist mir schlicht und ergreifend zu klein für das zentrale Mittelfeld mit 1,69. Deswegen spiele ich auch Conte nicht. Hat überhaupt keine Körperstärke. Hat die offensiven Qualitäten, die ich ganz gerne hätte, wenn ich daneben nur Kondogbia und Casemiro habe. Aber, die Sache wäre, vielleicht würde es mit einer Ikone funktionieren. Das wäre noch zumindest so eine Idee, die ich hätte. Aber die Frage ist, welche Ikone ist für mich affordable? Das ist eine große Problematik, weil ich kann mir eigentlich keine Ikone leisten. Zentral Mittelfeld. Wenn man mal auf den Transfermarkt guckt, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass eine unter 300.000 Münzen kostet. Die werden alle so in dem Bereich um 600.000 liegen. Das wird sehr, sehr schwierig zu realisieren sein, 721.000. Wir können mal ganz kurz nachgucken gehen, wobei das eigentlich auch nicht funktionieren würde, weil Willian ja einen Stronglink braucht. Ja, also eigentlich auch wieder hinfällig. Nachgucken kann man trotzdem mal, wie es da so aussieht auf dem Ikonenmarkt. Ob man da theoretisch irgendwas bekommt? Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt keine Ikone für 300.000 Münzen. Und auch für 350.000 Münzen bin ich mir relativ sicher, werden wir noch nichts finden. Nee, das ist halt auch wegen den Squad-Building-Challenges momentan unmöglich. Ich glaube, die erste Ikone startet so bei 500.000. Nicht mal mehr, wa? Nee. 600.000. Auch nicht. Krank. Die Preise für Ikonen dieses Jahr sind unnormal hoch. Das liegt, wie gesagt, auch in den Squad-Building-Challenges. Aber trotzdem, ich meine, du musst alleine für einen Veron, der nicht so geile Werte hat, 700.000 Münzen hinblättern. Das ist schon ordentlich. Boah, es ist echt schwierig zu entscheiden, wie ich das Ganze mache. Ich bin gerade ein bisschen ratlos.
Ich melde mich gleich nochmal zurück. So, es ist passiert. Ich habe mich entschieden und das Team sieht jetzt mittlerweile so aus. Ich habe tatsächlich mich entschieden für Miranda und für Schalke. Hat auch einen ganz einfachen Grund, der logiktechnisch ganz eindeutig eigentlich ist. Und zwar, dass ich nicht weiß, wie dieses Team funktioniert oder wie ich mit diesem Team spielen werde. Eigentlich ist 4-3-2-1 nämlich überhaupt nicht meine Formation. Ich komme damit nicht klar und dementsprechend habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es durchaus passieren könnte, dass ich das Team relativ schnell wieder verkaufe. Und dann wäre es dumm, die teureren Varianten zu nehmen, wenn ich denn quasi das gleiche Resultat mit Miranda und mit Vejalko bekomme für einen viel günstigeren Preis, bei dem ich nicht das Risiko hätte, dass ich halt viel Verlust machen würde. Das ist im Endeffekt jetzt einfach der Grund, warum ich das Ganze so gemacht habe. Ich glaube auch, dass die beiden ganz gut funktionieren sollten. Und wenn das Team dann super spielen wird, dann kann ich immer noch oder habe immer noch das Potenzial, dass ich es halt eben umstellen kann von Miranda und Vejalko auf beispielsweise Thiago Silva und eben dann einen anderen Spieler wie Meunier oder, ja nee, eigentlich geht nur Meunier. Die Karte ist relativ teuer hier, das nervt mich gerade ein bisschen, das wusste ich nämlich nicht. Allerdings ist das kein Problem, das tue ich für den Firmino doch sehr gerne. Problematik ist nur, dass die sowieso alle gleich ablaufen. Und dann haben wir das Team zusammen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, aber das ist ein relativ gut füllendes Video, weil ihr jetzt wirklich mal gesehen habt, wie mein Mindprozess bzw. wie mein Gehirn funktioniert, wenn ich so ein Team baue. Ich meine, klar, es ist Neulings Wasted, das machen die meisten von euch sowieso schon mal nicht und ich kenne noch jemanden, der sich darüber tierisch aufregen würde, weil das halt so gesehen mich einschränkt in dem, was ich mache, aber ihr wisst auch gleichzeitig, dass ich nur so an diesem Spiel Spaß habe, ja. Im Endeffekt ist das genau der Punkt, der mir an diesem Spiel so Spaß macht, Teams zu bauen und vor allem kreativ zu sein, was halt, ja, nicht wirklich sonst geht in FIFA. Du kannst nicht sonderlich kreativ sein. Du hast nicht die Möglichkeit, eben großartig Teams zu bauen und zu spielen, die wirklich irgendwie einen gewissen Mehrwert haben, weil sie so nicht existieren oder sonst woanders. Ich weiß nicht, ob jemand das gleiche Team spielt wie ich, aber das ist halt immer so bei Neulings Waste bzw. bei den Teams, die ich baue, mein Hintergrundgedanke. Das Team spielt so wahrscheinlich niemand anders. Und deswegen bin ich nicht so auf Mainstream-Teams aus, auch weil ich daran einfach keinen Spaß habe, weil, keine Ahnung, mir gefällt das so irgendwie besser. Könnt ihr es anders sehen? Könnt ihr genauso sehen? Ich bin mal gespannt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht seht ihr es ja genauso. Vielleicht habt ihr oder seid der Meinung, ja, Max, irgendwie kann ich das schon nachvollziehen. Das ergibt Sinn, was du sagst. Vielleicht sagt ihr auch, nee, mir ist das vollkommen scheißegal. Ich spiele auch komplett mit Mainstream-Teams und nicht Neulings Waste und mir macht es genauso viel Spaß. Ist immer unterschiedlich. Auf jeden Fall war es das von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns, würde ich sagen, dann beim Recap der Weekend League beziehungsweise, naja, vielleicht auch während der Weekend League, je nachdem, worauf ich Bock habe. Top-Spieler aufblitzende Brillanz und so weiter. Das wäre doch was für ein Adventskalender-Türchen, oder nicht? Wir werden es sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut auch rein. Und ciao.